Also, ich meine, was das ist, weiß ja jeder. Das ist ein wunderschönes, leckeres Lachsfilet. Und ich mache für euch ein Lachshaltimbocca mit einem Rote-Bete-Salat. Ja, ganz einfach. Schau mal, den schönen Lachs hier auf ein Stückchen Parmaschinken und den Parmaschinken schön mit Liebe so als Päckchen einwickeln. Ja? Zweimal, einmal. Zweimal und schön einwickeln. Okay, dann eine heiße Pfanne. Im Übrigen, ich werde ganz oft gefragt, Mensch, Christian, wenig Zutaten, ist es gut? Gut kochen hat was mit wenig Zutaten zu tun. Ja? Also ich sage mal, so mit ganz viel Zutaten kochen heißt ja nicht, dass es besser wird. Eher im Gegenteil. Wenig Zutaten heißt bessere Qualität und mehr Geschmack. Das hier mal schön anbrutzeln lassen. Einmal kurz knackig zur Seite. Jetzt schon wenden. Zack. Temperatur zurückdrehen. Und hier vorsichtig brutzeln lassen. Dann kommt dazu etwas Honig. Und die Temperatur jetzt komplett ausstellen. Also komplett auf Null. Und den Honig hier so ein bisschen mit dem Parmaschinken anbrutzeln lassen. Okay, Temperatur auf Null. Das war's schon. Relativ kurz, knackig anbraten, Temperatur auf Null, Honig dazu und alles wird fein. So, die rote Beete. Ich höre schon manche sagen, nie, 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 ich mag keine rote Beete. Meine Lieben, rote Beete ist doch so gesund. Und die gibt es ja auch im Supermarkt schon geschält. Deswegen kauft diese geschälten rote Beeten. Halbiert die und schneidet die in schöne kleine Würfelchen. Idealerweise mit solchen Handschuhen, weil dann müsst ihr die Finger nicht ewig lange schrubbeln. So, okay, that's it. Und jetzt kommt ein Dressing. Und für das Dressing brauche ich eine Handvoll Zutaten. Wie zum Beispiel etwas Meerrettich aus dem Glas. Also so ein Löffelchen. Und zu dem Meerrettich kommt dazu In Love Mangoessig. Schönes Schlückchen. Ja. Kleines bisschen Pfeffer noch. Und etwas Chin-Senf. Ja, Chin und Lachs passt da wie die Faust aufs Auge. Und glücklicherweise habe ich ja so ein paar leckere Gewürze im Sortiment. Man muss die nicht nehmen. Ist mir doch egal. Kauft doch einfach was anderes. Ja? Egal, dann habe ich ja nichts zu essen. So, perfekt. Dazu kommt die rote Beete. Dann einmal Handschuhe weg. Und jetzt schön vorsichtig umrühren. Und diese rote Beete mit dem Senf, dem Essig und dem Meerrettich ist wirklich, wirklich schon sehr fein. Aber wirklich, das ist schon fast hohe Kochkunst. Lachs habt ihr auf der Uhr, kurz anbraten, Temperatur reduzieren und den Lachs schön durchbraten lassen. Und reichlich Soße, ja. Kennt den Kirchenspruch ja, ohne Soße kein Vergnügen. Also richtig ordentlich mit dieser Vinaigrette dazu. Oder Vinaigrette ist eigentlich das falsche Wort, mit dieser Marinade aus dem leckeren Chin-Senf und dem Mangoessig. Oben drauf jetzt den Lachs. Einmal. Und zweimal. Und jetzt habe ich einfach schon mal vorbereitet. Ja, das kann man, muss aber nicht. Ja, ein bisschen warm sind sie noch. Ein paar Cashewkerne in Zucker karamellisiert. Wenn irgendjemand sagt, ich habe keine Zeit zu kochen oder ich habe keine Lust zu kochen, er geht in den Supermarkt, kauft gottverdammt ein Stückchen Lachs, ein bisschen Schinken, wickelt das Ganze ein. Rote Beete gibt es im Kühlregal vakuumiert. Schönes Dressing dazu, hat wenig Kalorien,
ist gut für die Figur und ist ein original Christian Henze Feierabend-Blitz-Rezept. Guten Appetit!